Moin Leute, da sind wir wieder. Dann wollen wir noch mal weitermachen. Aber ich habe noch was vergessen. Wir brauchen viel mehr Glas. Und von daher machen wir uns erstmal auf die Socken ins Haus und werden uns erstmal neues Glas besorgen. Und ich stelle gerade fest, das Spiel war viel zu laut gestellt. Gut, hätten wir das auch mal geräschelt. Vorwärts und zum Haus. Ja, während der Minecart-Zugfahrt können wir ja nochmal über das Abstimmungsvideo reden. Da gibt es ein heißes Rennen und zwar zwischen der Option 2, dass wir diese Welt weiterspielen und neue Gebiete über den Nether erkunden. Also die dann hier hinzufügen, das Ganze auf 1.8 updaten. Und der Option Nummer 3, einfach mit der Version 1.8 eine neue Welt starten. Diese beiden Optionen, die, wie gesagt, haben wohl die Nase da vorn. Die Option 1 und die Option 4, die haben jetzt nicht so wirklich viele Leute gewählt. Also die Option 1 zum Beispiel gar keiner. Und die Option 4, ja, ganze 4 Leute. Also ich habe das jetzt mal Samstagabend grob schnell aufgeschrieben. Mittlerweile ist aber Quatsch, Freitagabend natürlich. Mittlerweile ist aber Samstagmorgen. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, denn ich wollte noch schnell eine Folge aufnehmen. Habe leider nicht so viel Zeit, wie ich das gerne hätte. So. Wie auch immer, ich möchte euch auch weiterhin auf das Abstimmungsvideo hinweisen und würde mich freuen, wenn ein paar mehr Leute dran teilnehmen. Bisher sind es etwas über 30. Bei 2.500 Abonnenten, die ich so aktuell habe, finde ich das ein bisschen wenig. Vielleicht sind auch welche im Urlaub. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also die Abstimmung, die wird noch weiterlaufen und zwar bis zum 14.09. Und dann soll sie enden und je nachdem, was dann da rausgekommen ist, das werde ich dann umsetzen. Hat auch noch einen weiteren Grund, warum ich jetzt nicht diesen Sonntag, sondern dann erst nächsten Sonntag die Abstimmung dann beende. Ich habe so das Gefühl, der 1.8er Patch, der müsste noch ein ganz klein wenig reifen. Also es gibt da wohl noch so den einen oder anderen Fehler und ja, ich hoffe, dass der dann auch bis dahin dann irgendwie mit nachgeschobenen Updates dann unter Umständen behoben ist. Das, wie gesagt, ist einer der weiteren Gründe. Und natürlich, dass mir das bisher noch nicht so gefällt. Das ist halt einfach, ja, weiß ich nicht. Also da könnte ein bisschen mehr, könnten, also ein paar mehr Leute könnten da schon abstimmen. So, schmeißen wir erstmal einen Teil der Sachen wieder raus. Weil wir gleich noch Türen bauen werden. So, das machen wir schon mal. Zu Halbstufen. Gut, den einen, den schmeißen wir auch noch raus. Das schmeißen wir noch alles raus. Das Glas auch erstmal. Gut, und jetzt müssen wir erstmal Türen bauen. Und zwar reichlich Türen. Ja, 10 Stück kriegen wir unter. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist ein Anfang. Dann setzen wir noch die 10 erstmal. Bing. Bing. Gatsching. So, machen wir es mal so, dann lässt sich das alles besser machen. Ja, Türen rein, Türen raus, Türen auf, Türen zu. Ein paar Gedanken habe ich mir auch schon gemacht über die Aufteilung und über Erker. Ach, eigentlich über viele Sachen. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie weit wir da noch irgendwie kommen werden. So, da müssen wir nochmal. Ach, verdammt. 16 nehmen, so, zack. Und dann machen wir aus denen auch nochmal Türen. Puff und Puff. So, jetzt haben wir wieder eine ganze Latte Türen. Dann setzen wir noch die restlichen. Ja, oben, das müssen wir natürlich auch noch zu Ende machen. Das werden wir auch noch gleich machen. Aber eins nach dem anderen.
Ja, der 1.8er-Patch, ja, und soweit gefällt er mir eigentlich, wie gesagt, ganz gut. Aber naja, gut, es ist jetzt, also es sind jetzt noch nicht so viele Mods am Start. Also ich habe mal nachgeguckt, am Freitag, also mit Stand vom Freitagabend, da war, glaube ich, Too Many Items war die einzige Mod, die mittlerweile geupdatet ist. Die anderen sind leider einfach noch nicht so weit. Aber das macht ja nichts. Man muss den Jungs und Mädels, die da die ganzen Mods zusammenschrauben, denen muss man halt auch mal einfach ein bisschen Zeit lassen. Die können halt auch alle nicht wirklich hexen. Ah, ich habe so das Gefühl, uns fehlen genau zwei Türen, die da oben noch hinkommen sollen. Aber hier sind wir dann erstmal so weit durch, dass wir jetzt hier alle Türen drin haben. Gut, das Glas bruselt ja ein Wensch vor sich hin. Nehmen wir schon mal ein bisschen mit. Und dann können wir schon mal ein bisschen Glas setzen. So, hier möchte ich auch einmal Glas drin haben, genauso wie hier. Ja, Glowstones. Ha, jetzt sehe ich es gerade. Wir müssen natürlich auch noch ein paar Glowstones bauen, sonst haben wir natürlich wieder viel zu wenig. Ich habe auch so das Gefühl, selbst wenn wir hier alles verbasteln, was wir noch so haben an Sachen zu Glowstone, wir werden wahrscheinlich nicht ganz damit hinkommen. Also das wird dann trotzdem immer noch irgendwie so zu wenig sein. Wo sind sie? Da sind sie. Ja, mein Hals bereitet mir aktuell auch so das ein oder andere Problem. Da kommt einer hin. Aber das Schöne ist, dass ich das Glas, wie gesagt, hier von unten setzen kann. Das macht das Ganze dann doch ein Tucken einfacher. Aber wir müssen hier schon eine richtige Festbeleuchtung reinzimmern. Sonst haben wir hier, wie gesagt, ist es einfach zu dunkel. Und wo wir gerade bei zu dunkel sind, ich glaube, wir gehen dann auch mal schlafen. So. Der Glitch taucht zum Glück nicht auf. Dass wir da aus dem Bett rutschen. Aber ich wollte es trotzdem nochmal irgendwie nochmal neu hinstellen. So, zack. Vielleicht doch besser mit einem Kopf, einem Block Luft dazwischen zur Mauer. Ich habe keine Ahnung. Wie immer. Ja, da, dann wäre der nächste da. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann da. Nein, falsch gesetzt. Nein, gibt's so gar nicht. So, zack. Dann einmal da. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Und einmal da. So, jetzt müssen wir das Ganze hier nur noch mit einer zweiten Reihe Glas auffüllen. Ja, da ist uns das Glas auch schon wieder ausgegangen. Zäune müssen wir uns auch gleich noch drum kümmern. Und ich habe. Oh, Entschuldigung, ich habe nachgesehen und zwar haben wir viel zu viele Viecher. Wir haben viel zu viele Tiere. Von jeder Sorte haben wir vier. Werde ich jetzt noch mal schnell bereinigen, indem ich ganz einfach, indem ich ganz einfach zwei Stück von jeder Sorte rausnehme. So, Huhn, Paff. Schaf, Quatsch. Huhn. Schaf. Was haben wir da noch? Ja, dann kann man Weißes rausnehmen. Haben wir wenigstens ein Schwarzes, ein Weißes. Passt schon. So, Schwein, Paff. Kuh, Paff. Und noch ein Schwein raus. Poff. Und ich glaube, ein Hühnchen fehlt noch irgendwie. Bin mir da aber auch nicht so sicher. Also im Moment sehe ich nur zwei.
Gut, okay, dann gehen wir mal davon aus, dass das passt. Nachher müssen wir dann die Viecher mal freilassen und dann müssen wir mal zusehen, dass wir die da gut reingezogen bekommen. Haben wir natürlich eine ganze Menge Müll mitgenommen. Na, mal gucken. Nö, natürlich nicht. Wie hätte es auch anders sein können? Hätte ja mal sein können, dass da irgendwie noch ein Tier rauskommt. Aber das Haus wächst und gedeiht auch noch. So, da sind wir schon fertig. Ding, ding. Oh, viel fehlt gar nicht mehr. Das sollten wir jetzt eigentlich, sollten wir das jetzt fertig kriegen. Wenigstens mit dem Glas soweit. Verdammt, wo sind wir denn stehen geblieben? Da waren wir. So, zack. Und hätten wir schon mal das Glas drauf. Gut, ja, dann Dach weiterbauen. Damit wir da dann auch endlich mal fertig werden. Hopp, hopp, hopp. Schnell aufs Dach. Ja, zwei Türen müssen wir hier, wie gesagt, auch noch bauen. Habe ich jetzt gar nicht. Gut, nehmen wir Kisten. Ist auch nicht weiter wild. So, zack. Und als Abschluss hier oben drauf halt schöne Cobblestone-Halbstufen. Das sieht irgendwie schicker aus, als wenn ich da jetzt da irgendwie Holz nochmal genommen hätte. So hat man doch noch eine kleine Auflockerung, finde ich, da drin. Dann sieht das nicht alles so holzmäßig aus. Sieht dann irgendwie schöner aus. Mit den, also ich hatte das ausprobiert, hatte erst Holzstufen, da Halbstufen draufgelegt und ja, hat mir dann nicht so gut gefallen. Die Stufen, das sind auch untere Stufen, also das heißt, da kann nichts drauf spawnen. Nicht, dass wir hier dann Spawn auf dem Dach haben und darüber dann irgendwie Besuch von irgendwelchen Mobs bekommen. Ihr wisst ja, ich bin da gar kein Fan von irgendwie so, mir sprengt die halbe Butze in die Luft. Von daher ist das Dorf jetzt auch mit Fackeln so ausgefackelt, dass hier wirklich nichts spawnen kann. Irgendwie würde ich gerne nochmal auf den 1.8er-Patch zurückkommen. Also mich hat das irgendwie, ja, und das Abstimmungsvideo, mich hat das irgendwie gewundert, dass ihr anscheinend gar nicht so sehr an der Welt hängt, wie ich anscheinend. Also viele wollen ja dann irgendwie den Neustart sehen. Ach, ich laufe doch falsch. Leute, ich laufe doch falsch. Und wir brauchen sowieso Cobblestone, brauchen wir. Bing und Bing. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen verwundert. Also ich hätte gedacht, es gibt da viel, viel mehr Leute, die sich halt die Version 2 wünschen, also die Option 2. Und dass es dann doch relativ wenig sind, dass das... Also das hat mich wirklich ein bisschen gewundert. Ne, jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so. Nein, überhaupt nicht. Das ist, wie gesagt, ich werde mich da eurem Willen beugen. Aber ich war, wie gesagt, ein Avenge erstaunt. So, machen wir mal 3×18, sollte reichen. Werden wir bestimmt mit hinkommen. Gut, kann ich auch von unten setzen, muss ich nicht oben drauf rumkriechen. Bing, bing, bing. Ah, sieht gut aus. Ja, oh, Leute, ist noch nicht wahr. Wir sind, glaube ich, mit 5 Halbstufen sind wir hergekommen. Jetzt fehlt genau eine. Das heißt, wir werden die 5 Halbstufen irgendwie nie wieder los, weil die nehmen wir ja dann wieder mit. Hm, blöd. Naja, gut. Soll halt so sein. Halt, bevor ich das hier abbaue, natürlich nochmal, das sind 8. Das sind 10, ja, reicht nicht. Müssen wir nochmal einmal machen. Aber jetzt kriegen wir da nochmal unsere 2 Türen draus. Gatsching. Und dann können wir die auch nochmal schnell setzen. Halt die Kiste mitnehmen. Und dann haben wir doch eine ganze Menge geschafft in dieser Folge. Wie wir hier hochkommen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das ist also auch noch so eine Sache, so, wo ich mir noch Gedanken drum mache. Aber wahrscheinlich wird es auf Leitern hinauslaufen. Aber wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, Folge schon wieder zu Ende. Glas haben wir noch ein bisschen gebrutzelt. Schnellen Happen Pappen müssen wir auch nochmal einwerfen.
Nein, wir haben zweimal Hühnchenfleisch, also werde ich das zweite Hühnchen doch geschlachtet haben. Passt also alles. Damit werden wir dann erstmal versuchen hinzukommen mit den 24. Ansonsten brutzeln wir einfach nochmal welche nach. Glasscheiben. Ich sag für diese Folge auf jeden Fall erstmal Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich am Sonntag auch noch eine Folge bringen kann. Ich bin zeitlich zurzeit sehr eingegrenzt, eingebunden. Aber I do my best, ihr wisst das ja. Also macht's erstmal gut.